Nein, noch ist Türkgücü nicht aufgestiegen, auch wenn der Jubel nach diesem Regionalliga-Krimi fast schon nach Meisterfeier aussieht. Mit 2 Toren in der Nachspielzeit drehen die Münchner diese irre Partie in Memmingen. Ich denke, für die vielen Zuschauer, für die 1500 Zuschauer, war es natürlich ein packendes Spiel. Für die Memminger natürlich mit keinem Happy End und für uns mit einem Happy End. Doch der Reihe nach. Die erste Halbzeit beginnt noch harmlos. 12. Minute, das ist Remiger, setzt sich klasse durch. Rietzler und Kütschük, 1:0 für Memmingen. Es ist auch das einzige Highlight im ersten Durchgang. Da ahnen die mitgereisten Türkgücü-Fans noch nicht, was in der zweiten Hälfte auf sie zukommt. Zunächst dürfen sie aber jubeln. Die Flanke auf Erb und Rabihic mit dem Ausgleich. Sein 11. Saisontor. Türkgücü übernimmt jetzt das Kommando in Memmingen. Wieder über außen. Diesmal die Flanke auf Hasenhüttl. 2:1, Spiel gedreht. Zumindest vorerst. Denn jetzt kommt wieder der FCM. 5 Minuten später. Remiger lässt Rabihic stehen. Und in der Mitte steht Watanabe. Der Japaner trifft zum Ausgleich. Und weiter geht die wilde Fahrt, wieder nur 5 Zeigerumdrehungen später. Der klasse Pass, wieder ist es Watanabe, allein gegen Flückiger. Der hält zunächst, aber Nickel recycelt, Memmingen wieder in Front. Es riecht nach einer Überraschung im bayerischen Schwaben, erst recht nach der 84. Minute. Achten Sie jetzt auf den oberen Bildrand. Velagic bringt Nickel zu Fall. Gelb-Rot für den 28-Jährigen. Und Schiedsrichter Andreas Hartl steht gleich wieder im Mittelpunkt, diesmal auf der anderen Seite. Der eingewechselte Weiß gegen Zirch. Ein Pfiff, 11 Meter. Die Türkgücü-Fans dürfen also wieder hoffen. Rabihic tritt an gegen Thiel. Und er hält! Es könnte der Schlusspunkt einer Klasse-Partie sein, ist es aber noch lange nicht. Nachspielzeit. Pechvogel Rabihic, der eben den Elfmeter verschossen hat. Und Holz ist da! Der erneute Ausgleich! Und noch ist lange nicht Schluss. 90+5, die nächste Flanke, diesmal von Holz. Und Weiß, der macht ihn tatsächlich! 4:3, der Schlusspunkt einer irrsinnigen Partie für die Regionalliga-Geschichtsbücher. Der FCM belohnt sich am Ende nicht für einen Klasse-Fight gegen den Tabellenführer. Unterm Strich, war für die Zuschauer sehr interessantes Spiel, temporeiches Spiel in zweiter Halbzeit. Die Mannschaft, meine Mannschaft hat wirklich aus sich alles rausgeholt. Gegen eine überlegene Mannschaft in der Liga. Ja, und für Türkgücü ist es vielleicht ein entscheidender Schritt in Richtung Liga 3.